Hallo, herzlich willkommen zu einer kleinen Bewegungseinheit. Mein Name ist Katharina Gagel. Was brauchst du dazu? Entweder wenn du generell viel am Stuhl sitzt, dann kannst du die Übung gerne im Stehen durchführen oder eben im Sitzen auf einem erhöhten Kissen, auf einer Matte, am Boden zu Hause. Dass da einfach auch man immer wieder unterschiedliche Haltungen einnimmt. Du kannst gerne im Schneidersitz sitzen, wenn das für dich bequem ist, wenn du am Boden sitzt auf einem Kissen, oder eben die Beine einfach ausstrecken. Gut, ja, wenn du die Möglichkeit hast im Freien, dann such dir einen schönen Platz im Freien oder eben sonst drinnen. Die Übung eignet sich sehr gut für zwischendurch auch im Homeoffice. Dazu jetzt einfach einmal die Arme nach oben strecken, langziehen, längen und mit dem Ausatmen wieder absenken. Mit dem Einatmen nochmal die Arme nach oben führen, mit dem Ausatmen absenken. Nochmal die Daumen- und Kleinfingerseite zueinander und nochmal einatmen, die Handflächen nach oben. Schieben, die Arme längen und absenken und Daumen- und Kleinfingerseite gegenseitig, also so wie man es vielleicht nicht so oft macht, ungewohnt ist. Daumen nach oben schieben, einatmend und ausatmend wieder längen. Die Fingerspitzen einfach auf die Schultern, die Übung kennst du vermutlich. Einfach die Ellbogen nach oben führen mit dem Einatmen, mit dem Ausatmen hinten unten absenken. Und mit dem Einatmen wieder nach vorne anheben, mit dem Ausatmen hinten und absenken. So ein paar Wiederholungen. Um einfach da Geschmeidigkeit in die Schultergelenke zu bringen. Und dann hier sinken lassen. Arme sinken lassen, mit dem Einatmen einmal die Schultern fest zu den Ohren ziehen, fest und halte. Ausatmend wieder lösen. Nun jetzt einfach die Hände auf die Oberschenkel oder eben im Stehen einfach hängen lassen. Die rechte Hand, also Handfläche schaut nach oben, du kannst auch gern etwas für dich nehmen. Ich nehme jetzt eben einen Stein vom Garten. Du kannst einen anderen Gegenstand auch nehmen, den du zu Hause hast, den du gerade bei dir liegen hast. Und dann führst du die rechte Hand nach vorne, machst eine Schleife, so eine Spirale nach oben, über den Kopf und nach hinten. Und von hinten führst du die rechte Hand wieder nach vorne. Also in einer Spirale nach oben führen. Und wieder nach hinten. Das ist eine ganz feine Übung für das Schultergelenk und gleichzeitig auch das ein bisschen Koordination. Wir werden es dann nämlich kombinieren mit der linken Hand, um dann eben auch rechte, linke Gehirnhälfte zu verbinden. Dann Ellbogen nach hinten führen. Hand in einer Schleife nach oben, über den Kopf und Ellbogen wieder zurück. Genau. Es geht schon ganz schwungvoll. Dann den rechten Arm absenken. Das jetzt einfach einmal auf der linken Seite ausprobieren. Gibt es eine Seite, die ein bisschen besser und leichter ist als die andere. Da jetzt den Gegenstand einfach in die Hand nehmen. Handfläche schaut nach oben. Die linke Hand nach vorne führen, in einer Spirale nach oben, linke Hand nach hinten und wieder von hinten nach vorne und in einer Spirale wieder. Genau. So, da noch eine Runde und nach vorne führen und dann der Ellbogen zieht nach hinten, Hand von hinten nach oben in einer Spirale. Und wieder nach hinten, also einfach die Richtung wechseln,
Wie gesagt, es gibt auf der einen Seite, die da sich geschmeidiger anfühlt als die andere, und probieren das jetzt einfach auf beiden Seiten aus. Wenn das gut geht, dann nehmen wir noch einen Stein in die Hand. Nicht ganz so schwer. Oder eben einen anderen Gegenstand. Und führen die Übung jetzt mit beiden Händen durch. Für die Schultergelenke die Hände führen nach vorne. Dann in einer Schleife, in einer Spirale nach oben, über den Kopf hin und nach hinten und von hinten wieder nach vorne. Genau. Ja, einfach ausprobieren. Und alles, was eben auf beidseitig und überschneidend durchgeführt wird, ist ja gleich einmal gut für unser Gehirn, gutes Gehirntraining, und gleichzeitig eben jetzt die Übung ganz gut für den Schultergürtel. Und von nach hinten natürlich auch, die Ellbogen nach hinten führen, die Hände ziehen nach hinten, dann über den Kopf nach oben und wieder nach hinten. Es kann ruhig sein, dass im Schultergürtel ein bisschen so kracht, das ist in Ordnung, es soll einfach wohltuend sein. Ja, wenn das gut geht, das kann man natürlich noch 10, 15 Mal wiederholen. Dann einfach die Gegenstände zur Seite legen. Nochmal Daumen zueinander, Kleinfingerseite zueinander, nach oben strecken, lang strecken. Und wieder öffnen. Und nochmal gegen gleich Daumen und Kleinfingerseite zueinander, ungewohnte Seite, nach oben führen und strecken. So. Dann einfach das Becken, wenn man sitzt, einfach gut in die Unterlage sinken lassen, im Stehen einfach satt stehen, mit den Füßen satt am Boden. Die rechte Hand auf den Kopf, Kopf schiebt gegen die Hand, und man merkt so diese Verlängerung in der Wirbelsäule, also zwischen Becken, Kopf integriert sich die Wirbelsäule, und jetzt vor allem eben der Fokus im Nacken, da die Länge im Nacken. Und aus dieser Länge vom Nacken einmal eben den Kopf ganz leicht nach vorne neigen und wieder anheben. Einfach nur diese von gerade nach vorne neigen und zurück. Und eben auch diese Länge im Nacken wahrnehmen und aus dieser Länge diese Vorbeuge. Leg eine Hand in den Nacken und dann neigst du dich zurück, bis du die Handkante spürst vom Nacken. Dann wieder nach vorne. Nach vorne kann die andere Hand ablegen. Und wieder zurück, bis du die Handkante spürst. Also du blickst so schräg nach oben. Das reicht. Also Rückbeugen im Nacken sind wir oft schon gewohnt. Und wo es eher zu einer Enge kommt im Kopfgelenk, und von dem her ist das jetzt eine ganz feine Übung, wo man einfach nicht zu weit überstrecken, aber doch die Beweglichkeit fördern. Zur Mitte zurückkommen, dann nochmal eine Hand auf den Scheitel. Scheitel schiebt nach oben gegen die Hand und aus der Länge heraus den Kopf zur Seite neigen, zur Mitte wieder zurück, Hand ablegen, zur anderen Seite neigen, zur Mitte wieder zurück, und eben einfach das mitbedenken, dass man zuerst die Länge schafft und aus der Länge dann den Kopf neigt in alle Bewegungsmöglichkeiten. Und dann Kopf zur linken Seite neigen, bleiben. Rechte Schulter zieht nach unten. Man kann also mit der Hand ein bisschen nach unten schieben und einfach da die Nackenseite schön weiten. Tief ein- und ausatmen. Und dann mit dem Einatmen zur Mitte kommen und auf die andere Seite. Kopf zur rechten Seite. Linke Hand
schiebt nach unten, Nackenseite weit, zur Mitte wieder zurück. Im nächsten Schritt machen wir so eine Achterschleife mit der Nasenspitze, so eine Übung aus der Spiraldynamik, um eben das Kopfgelenk, die Muskulatur, die Struktur im Kopfgelenk, da die Strukturen eben zu lockern, zu lösen. Und gerade eben, wer vielleicht vom Homeoffice recht viel Kopfschmerzen hat oder einfach so durch Belastung im Nacken, da ist eben das auch wieder eine ganz feine Übung. Und dazu die Achterschleife, das heißt die Nasenspitze schreibt eine legende Acht. Einfach mit kleinen Bewegungen beginnen, dann die Bewegungen größer werden lassen. Kann sein, dass ein bisschen so im Nacken ein bisschen rieselt. Das ist Einordnung. Das weiß ich eben nach wie vor wohltuend an. So, zur Mitte wieder zurückkommen. Und zuletzt nochmal Nasenspitze einfach schaut nach vorne. Kehle ist frei, Nacken ist frei. Schultern ruhen ruhig am Brustkorb und dann einfach mit dem Einatmen Nasenspitze nach rechts führen. Ausatmen zur Mitte, einatmen nach links. Ausatmen zur Mitte führen. Das Eis noch einmal von Seite zu Seite. Zur Mitte zurück. Nochmal mit den Augen einfach blinzeln. Und da genauso die Augen immer wieder mal zu befeuchten, gerade wenn man eben lang arbeitet. Und ja, genau. Das waren jetzt so ganz, ganz einfache Übungsbeispiele eben für Schultern, Nacken, für zwischendurch einmal als Pause. Und wichtig ist auch jetzt eben den ganzen Körper durchzubewegen, rauszugehen, wenn es möglich ist, spazieren zu gehen und sonst eben einfach sich im Haus das gemütlich machen, herrichten mit Matte und so, dass man wieder Freude an Bewegung hat und einfach verschiedene Übungen einfach mal ausprobieren und schauen, was einem taugt. Gut, mein Name ist Katharina Gagel, die ist jetzt im Rahmen von Askü und ich unterrichte eben Bewegungstraining und Entspannung Yoga. Zu finden unter Yoga mit Kathi auf Facebook. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!